Manchmal ist es einfach genau das Richtige, sich von so einem kühlen Erfrischungsgetränk revitalisieren, vielleicht sogar inspirieren zu lassen für eine Filmkritik, auf die man eher so Mittelbock hatte. Und wenn ihr denkt, Mann, David, du als YouTuber weißt aber, wie man miese Schleichwerbung macht, dann kann ich euch sagen, wenn ihr denkt, das war Schleichwerbung, dann habt ihr noch gar nichts gesehen, nämlich ihr habt Madame Web nicht gesehen. Der neue Film von Sony Pictures unter der Marvel-Flagge. Mal wieder ein Superheldenfilm und zwar einer von denen, da muss man klar sagen, es gibt ja die Guten oder es gibt die Schlechten. Leider meist die schlechten, aber das hier ist einer, der könnte die Krone als einer der miesesten Superheldenfilme der letzten 10 Jahre an sich reißen. Sowas, was sonst nur Filme wie Catwoman zum Beispiel erreichen. Das und noch viel mehr ist Madame Web, von dem ich euch jetzt nach dem Trailer mehr verrate. Vor einer Woche war mein Leben noch ein Wettlauf gegen die Zeit. Okay, ich hol sie jetzt da raus. Darauf bedacht, Menschen zu retten, die kaum noch welche hatten. Jesse! Doch ein Moment. Komm schon! Willkommen zurück unter den Lebenden. Ich verstehe nicht, was hier passiert. Ich wusste, dass er sterben würde. Ja, um nur mal die Sache mit der Kohle aufzulösen, ist natürlich keine Produktplatzierung gewesen, sondern sollte die Überleitung geben für eine der vielen Dinge, die mir aufgefallen sind in Madame Web, die nicht funktionieren. Und ihr kennt das, glaube ich, bei meinen Kritiken schon, wenn ich besonders viel Kleinkram zu kritisieren habe, dann liegt es meistens daran, dass die Filme so schlecht sind, dass ich immer und immer mehr mich reinsteigere und regelrecht abdrifte, weil mir einfach genug Zeit bleibt auch, weil ich ja mich nicht wirklich unterhalten fühle, um dann auf Dinge zu achten, die mir sonst wahrscheinlich gar nicht auffallen würden. Und hier kann man als eine der Dinge zum Beispiel das extreme Product Placement benennen. Das fällt hier mehr auf als bei manch anderen Filmen, weil es Szenen gibt, in denen die Charaktere sehr, sehr deutlich zum Beispiel Calvin Klein Unterwäsche tragen. Es gibt ja auch noch Pepsi-Cola-Werbung im Film und das fällt auch besonders auf bei Figuren, die ganze Zeit so halten, während sie sich unterhalten und immer irgendwie in so einer Werbesendung präsentieren. Und dann gibt es sogar eine Szene, da ist ein Werbesymbol von Pepsi-Cola in eine Actionsequenz direkt mit eingepflegt worden. Das habe ich in dem Ausmaß so auch noch nicht erlebt, dass quasi Figuren vom Product Placement regelrecht erschlagen werden. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass Madame Web jetzt einer dieser Filme ist, der hat im Vorfeld schon viel einstecken müssen. Im Trailer wird ja nicht nur mit Madame Web, sondern einer neuen Generation von Spider-Women geworben, die alle irgendwo Teil des Spider-Man-Universe sind, aber so richtig komme ich nicht mehr mit, wer da jetzt alles dazugehört. Madame Web kenne ich aber noch. Damals in der alten TV-Serie, die Zeichentrickserie, da war das so eine ältere Dame, die hatte ab und zu mal im Hintergrund gesessen, aber gehörte für mich eher immer zu den C bis D Charakteren, die man eigentlich eher nicht kennen muss. Und da hat sich Sony gesagt, Mensch, wir brauchen Geld und Spider-Man macht viel Geld und wir haben ja nun mal leider nur noch die Spider-Man-Lizenz von Marvel. Und genau deshalb wird Spider-Man, das Franchise, jetzt wirklich ausgebrochen, bis nichts mehr drin ist. Kraven the Hunter kommt ja noch Ende des Jahres. Also irgendwann kommt dann vielleicht auch nochmal ein Einzelfilm zu dem Wurstverkäufer, der bei Peter Parker um die Ecke wohnt. Die Geschichte von Madame Web zu erzählen, ist auch eigentlich gar nicht so unklug, denn die gilt im Spider-Man-Universe so als mystische Figur, die alle möglichen Fäden in der Hand hält und dann auch irgendwie die Schicksale miteinander verwebt. Eine Vorlage, aus der man hätte einiges machen können. Ich glaube, ich habe in den letzten 10 Jahren kein Superhelden-Drehbuch gelesen, was derart inhaltsbefreit gewesen ist, was Charaktere aufgefahren hat und Situationen, die so hirnrissig gewesen sind und die Dialoge vor allen Dingen den Leuten in den Mund gelegt hat, bei denen man sich hardcore fremdschämen möchte. Was ich sehr interessant finde, ist, dass die ganze Struktur des Films ein komplettes Durcheinander ist. Hier wird so ein bisschen was über die Herkunft von Madame Web, also Dakota Johnsons Figur, erzählt. Aber es geht eigentlich auch noch um eine große Ausweitung, nämlich um, wie gesagt, 3 neue Charaktere, die sich mit Spider-Kräften auseinandersetzen müssen. Was interessant ist, ist, dass der Trailer mit diesen 3 Figuren wirbt. Und auch hier möchte ich wieder meinem Bildungsauftrag gerecht werden und euch ein bisschen davor warnen, falls ihr wegen denen ins Kino geht, lasst es auf jeden Fall sein. Das hier ist nicht, wie ich das sonst immer sage, so ein Etikettenschwindel. Das ist was ganz Neues. Madame Web wirbt nämlich mit Figuren, die so im Film nie vorkommen. Bei denen wird lediglich angedeutet, dass sie in der Zukunft, wenn es irgendwann mal weitergeht mit weiteren Filmen, womöglich vorkommen könnten. Ja, und damit haben wir hier einen Teaser-Trailer für etwas, das noch gar nicht existiert, mit dem aber trotzdem geworben wird. Also diese Figuren sind trotzdem da,
Aber im Grunde hat hier nur eine spezielle Kräfte und das ist Madame Web, die sie dann im Laufe des Films entdeckt. Und das passiert im Schneckentempo. Wenn ihr euch den Trailer zum Beispiel anguckt, die relevantesten Szenen, die dort passieren, die kommen im Film nach ungefähr einer Stunde. Und wenn ihr jetzt sagt, David, normalerweise bist du ja jemand, der sich beschwert, wenn nicht genügend Charakterisierung passiert und wenn die Regisseure und die Macher sich nicht wirklich Zeit nehmen, um ihre Figuren einzuführen. In diesem Fall passiert das aber nicht. Es gibt alle möglichen Szenen, die endlos breit gewalzt werden. Es gibt eine Szene, da ist Dakota Johnson auf einer Babyshower und die geht dann halt 10 Minuten. Oder dann ist sie beim Grillen und das geht 10 Minuten. Oder sie trifft sich mit den anderen 3 Figuren im Wald und dann stehen die zusammen und reden über nichts. Es ist wirklich berauschend blöde, wie sie es geschafft haben, hier Dialoge zu schreiben, in denen eigentlich gar nichts ausgesagt wird. Als würden so Sprechblasen explodieren, aus denen einfach nur heiße Luft entweicht. Und dann gibt es aber andere Momente im Film, da wäre viel wichtiger, sich Zeit zu nehmen. Zum Beispiel beim Bösewicht. Ich glaube, auch hier, ich komme wieder mit Superlativen, aber in den letzten 10 Jahren haben Marvel und DC das so ein bisschen versucht auszumerzen, dass die Bösewichte so völlig hohl sind, ja, dass sie so gar keine Motivationen haben. Und Madame Web sagt, das habe ich nicht mitbekommen. Hier ist es ein Bösewicht, dessen einzige Motivation besteht daraus, dass er nicht sterben möchte und er faselt immer wieder so Sachen wie, ja, mein Plan darf nicht durcheinander geraten und mein Imperium darf nicht in Gefahr geraten. Und ich dachte immer wieder, welches Imperium, welcher Plan? Das wird nie klar, es wird nie klar gemacht, was will dieser Bösewicht? Warum will er das? Warum weiß er diese Dinge? Warum hat der Bösewicht Technologie, die so gar nicht existieren kann, bei der aus einer Traumsequenz Gesichter in einen Computer eingespeist werden können, die dann über ein Fahndungssystem auf der ganzen Welt einzelne Figuren überall heraussucht und dann in Sekundenschnelle auf den Bildschirm. Es ist wirklich krass. Es ist wirklich krass, was dieser Bösewicht alles für Mittel hat und du erfährst nie, warum das überhaupt so ist. Und so passieren immer wieder Situationen, gerade später im Film. Da reist unsere Hauptfigur dann irgendwann mal nach Peru und das passiert alles so szenenweise. Einen Schnitt später ist sie in Peru, im nächsten Moment trifft sie dort auf eine Person, dort erfährt sie etwas Neues, im nächsten Schnitt ist sie schon wieder zu Hause. Und ich denke so, warum wird über diese eigentlich wichtigen, diese eigentlich spannenden Szenen, die so ein bisschen Potenzial hätten, warum fahren sie da wie mit so einem Traktor drüber und die anderen Szenen, die werden mit so einer dicken Planierraupe plattgewalzt, bis nichts mehr rauskommt. Das erklärt sich mir gar nicht und eigentlich auch nur, wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen blickt, wo Madame Web mal wieder ordentliche Produktionsschwierigkeiten gehabt haben soll. Man sieht auch schon, bei den Drehbuchautoren sind 4 Leute involviert, auch die Regisseurin. Und wenn die als Autorinnen gelten, dann heißt es, dass sie meistens mit am Set Dinge völlig überworfen haben. Und so wirkt dieser Film, wie am Set improvisiert, als hätten sie einfach mal geguckt, was ist heute für ein Tag, was ist für Wetter, wir drehen jetzt mal irgendeine Szene, macht mal was. Und die Darsteller wissen damit auch absolut nichts anzufangen. Es gibt im Englischen ein Wort, das nennt sich Line Delivery. Line Delivery beschreibt im Grunde, wie die Schauspieler ihre Dialoge aufsagen. Du kannst den miesesten Text der Welt haben, aber wenn du Anthony Hopkins bist, dann klingt es halt immer noch krass. Oder aber du bist kein guter Schauspieler, dann wird aus richtig miesen Dialogen was noch viel Schlechteres. Und ich muss sagen, Dakota Johnson kann eigentlich was, aber in diesem Film, das geht meiner Ansicht nach gar nicht. Wen ich aber wirklich besonders unterirdisch finde, ist Sydney Sweeney. Und ich habe neulich, als ich sie in Wo die Lüge hinfällt, einer aktuellen Rom-Com gesehen habe, schon gedacht, so kann mir das jemand erklären, dieses Phänomen, warum Sydney Sweeney gerade überall gecastet wird, denn für ihr schauspielerisches Talent kann das eigentlich nicht sein. Tatsächlich hatte ich immer wieder das Gefühl, dass sobald sie auf dem Bildschirm zu sehen war, wirkte sie wie so ein schwarzes Loch des Actings. Man konnte richtig mit ansehen, wie die schauspielerische Energie aus den Leuten, die um sie herum gestanden haben, rausgesaugt wurden. Und dann spielten plötzlich in so Momenten, wo es echt schon schwierig war, ihr zuzugucken, plötzlich alle Kacke. Und die müssen halt leider Dinge sagen. Ich glaube, da hätte selbst Anthony Hopkins echte Probleme bekommen. Exposition wird immer nur aufgesagt. Ja, man erfährt zum Beispiel überhaupt nichts über die Charaktere. Dakota Johnson funktioniert als Charakter nur deswegen so halbwegs, weil andere Figuren ständig sagen, oh, die ist aber ein bisschen socially awkward. Und statt mir das zu zeigen, damit ich das wirklich merken würde, gibt es immer nur Figuren, die sagen, oh, die ist aber komisch, der ist aber böse, der ist aber witzig und ich muss das dann halt einfach schlucken. Merken tue ich es leider nicht. Es gibt Foreshadowing, das kommt so mit der dicken Kelle, dass man hat das Gefühl, da kriegt man einen mit einem Vorschlaghammer rein. Der Film hat nicht viele Actionsequenzen, weil es tatsächlich ein eher gemäßigter Film ist. Es gibt zumindest diese großen Materialschlachten nicht. Aber wenn dann mal tatsächlich was mit CGI passiert, wie zum Beispiel explodierende Helikopter, dann sieht es ziemlich müllig aus. Die Liste ist endlos. Es gibt ADR, also das Nachsprechen von einzelnen Charakteren, weil es irgendwie am Set mit dem Ton nicht geklappt hat oder Szenen umgeschrieben wurden hinterher.
ist so off, ja, also es passt so sehr nicht auf den Mund, dass man regelrecht rausgerissen wird aus dem Moment und man ist ja sowieso schon nicht drin, weil keine Spannung existiert. Die Momente spulen sich einfach so herab und es ist wirklich tragisch, dass damit wieder einer dieser Filme, die mit einer weiblichen Hauptfigur kommen, so wirken, als wären sie am beschissensten geschrieben worden. Ja, man hat immer das Gefühl, dass es da dann nicht um die Figuren geht oder um die Geschichte, weil dann hätten sie da mehr Liebe und Herzblut reingesteckt. Hier ist ja gar nichts drin. Worum geht es dann? Ja, warum sind diese Figuren dann auf der Leinwand? Im Grunde eigentlich nur, damit dieses Spider-Universe größer und größer und größer werden kann. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass diese drei Figuren, von denen ich hier am Anfang gesprochen habe, die ja nie vorkommen und bei denen ich jetzt noch rätsele, wer die eigentlich sind, dass ich die irgendwann mal wiedersehen werde. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute hier reingehen und irgendeine Form von Spaß haben. Ehrlich, das sage ich nicht häufig, aber das hier ist eine der ganz großen Gurken der Filmgeschichte, muss ich sagen. Denn hier wurde wirklich von den Beteiligten alles erdenklich Mögliche getan, um diesen Film da einzureihen. Hier stimmt fast gar nichts. Das Drehbuch ist ein absoluter Graus, die Dialoge sind zum Schreien scheiße. Und weil man die ganze Zeit so irre gelangweilt ist von allem, fallen natürlich all die Dinge, die nicht funktionieren und bei einem anderen Film vielleicht gar nicht so sehr ins Gewicht fallen würden, noch mal mehr auf. Wie das Product Placement, wie die Effekte, wie das Foreshadowing oder die Exposition, die so mit dem Holzhammer kommt. Das fällt dir alles auf und du kommst aus dem Staunen und dem Grübeln nicht raus. Aber bei Venom, ja, wo Leute, die mir schon länger folgen, auch wissen, ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan, da verstehe ich zumindest, wenn ich die Filme gucke, was die Leute ursprünglich mal an Venom, der Figur, in den Comics fasziniert hat. Wenn ich Madame Web jetzt gucke, habe ich mir das nicht einmal vorstellen können, dass diese Figur irgendwie von Relevanz für Spider-Man oder dieses Universum oder für Marvel sein könnte, hat sich gar nicht erschlossen. Zumindest nicht anhand von diesem Film, nicht anhand von der Darstellung von Dakota Johnson. Das hier ist leider mal wieder für die filmhistorische Müllkippe und ich kann nicht mehr als einen halben Stern dafür geben. So, das soll es gewesen sein für Madame Web. Ich hoffe, das war jetzt nicht maßgebend für das Blockbuster-Jahr 2024. War ja einer der ersten großen, die jetzt gestartet sind. Ich bin mir aber sicher, dass der nächste, den wir hier besprechen, nämlich Dune 2, ja, der in 2 Wochen hier aufschlägt, dass der besser sein wird. Bis dahin habe ich aber noch ein bisschen mehr. Die 2 schäbige Filme da drüben an meinem Rechner. Es ist fast fertig, ich schwöre. Und das Film-ABC kommt auch noch und das neue Format. Und bleibt einfach dran. Wir sehen uns dann und hoffentlich bei Dune 2. Tschüss.